Da ist er doch. So, wo soll's hingehen? Der Besoffene. Bring nicht. So, Händlersgilde. Mach mal Händlersgilde. Zur Händlergilde. Auf geht's. Betrunkener Stadtführer. Genau. Ottmar. Ja, okay. Tschüss. Alter, wir haben gerade so viele Quests fertig, ne? Er arbeitet auch den ganzen Tag. Stück für Stück für Stück. Zack, 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 zack. So. Sei mal hier rumlaufen. Ich kenne mich auch immer, immer besser aus mit der Stadt, ne? Das braucht ein bisschen. Wie er den Lederbeutel da schwenken lässt. Krass. Ist das. Ja. Meine Meinung will ja keiner hören. Ich hätte das nicht erwartet. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glaube. Stimmt, wir müssen ja das Auge Innos noch kaufen. Stimmt. Ich kann das nicht mehr hören. Dann können wir ja auch zu dem Ritter zurückgehen. Aber. Wir haben noch nicht genug Gold. Bald aber wieder. Bald haben wir genug Gold. Vor allem, wenn wir ein paar Quests abschließen, kriegen wir eh Gold wahrscheinlich. So, let's go. Hey. Okay, wir machen die Quest doch nicht. Ich habe keinen Bock jetzt die ganze Zeit zu suchen, ey. Ohne Witz, Mann. Junge. Du haltest deine Schnauze, okay? Die Chancen stehen sehr gut. So, zu wem gehen wir zuerst? Das ist doch nicht zu wenigstens gibt es Frieden. Wir gehen zuerst zu den, ja, Söldner, oder? Genau. Und die Söldner sind links, oder? Hier. Nee. Wo sind die nochmal? Da hinten. Hä? Wo denn? Wo ist denn der? Hä? Okay, keine Ahnung. Komisch. Ah, hier. Genau vor denen sogar. Perfekt. So. Bei wem? Bei ihr haben wir ja diese Quest gemacht. Ich habe mit Zander geredet. Und was hast du herausgefunden? Ich habe keine guten Nachrichten. Der Handwerker, mit dem sich Zander treffen sollte, ist tot. Tod ist in diesem Fall sogar eine leichte Untertreibung. Sein Körper war in sehr schlechtem Zustand. Ganz blutig und zerfetzt. Es war wohl kaum ein Tod durch hohes Alter. Das ist nicht gut. Konntest du herausfinden, was mit ihm passiert ist? Leider nicht. Die Gegend scheint sehr gefährlich zu sein. Und ich wollte kein weiteres Risiko eingehen. Ich verstehe, die Sache ist beunruhigender, als ich dachte. Ich werde die Information weitergeben.
Vielleicht lässt sich ja mehr herausfinden. Was ist mit Xander selbst? Er weiß, dass er versagt hat und hat nicht die Absicht, das Gasthaus zu verlassen. Wahrscheinlich ist er bald wieder sturzbetrunken. Ein Feigling und ein Trunkenbold hat Angst, die Verantwortung für seine Taten zu übernehmen. Wahrscheinlich lag er voll wie eine Haubitze in einem Graben, während wilde Tiere oder Banditen den armen Mann erwischt haben. Was dich betrifft, hast du dich sehr gut geschlagen. Hier ist dein Gold. Außerdem hast du meine Stimme, wenn du beschließen solltest, uns beizutreten. Nice. Ich danke dir. Mach's gut. Man sieht sich. Ich wusste doch, dass man da auch hier Stimmen braucht. Was wirst du jetzt tun? Überall gibt es nur Außenseiter, die keinen Respekt vor denen haben, die wichtiger sind als sie selbst. Nutzlose Söldner und ein paar fiese Kreaturen in den Wäldern. Ein typisches Drecksloch, kann ich dir sagen. Okay. Dokkan. Bei wem haben wir noch Quests gemacht? Karamon. Wo ist dieser eine Dude nochmal? Ingor. Waffenhändler. Wie geht's? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt... Ja, Junge, ey. Sind alle so unfreundlich manchmal, ne? Garros. Oh, da ist Ottmar. Hab ich nicht. Hey. Ich weiß, welcher deiner Angestellten sich während der Arbeit besäuft. Er sagte mir seinen Namen nicht, aber es ist derjenige, welcher die meiste Zeit des Tages am Ausgang zum Fischmarkt steht. Das dachte ich mir. Sag mal, konnte er dich in einem angemessenen Tempo zu deinem Ziel bringen? Nein. Er war kaum fähig zu stehen. Ich verstehe. Gib mir deine Aussage schriftlich und wir bringen es hinter uns. Großartig. Lorenzo wird mir eine gute Entschädigung zahlen müssen. Ich habe hier ein kleines Geschenk für dich als Belohnung. Ich habe immer noch dieses Schmuckstück aus meiner Heimat. Geschicklichkeit, Schutz vor Feuer, Zweierlerntalent. Nice. Nice, nice, Alter. Nice, nice. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal zu ihm. Wegen dem Paladiner. Ups. Ist ein Lob 1 hoch, ne? Genau. Wo ist denn dieses... Ich habe viel um die Ohren, lass mich... Okay, nee, das ist wieder der beschäftigte Rudi Feller. Hey, du. So. Hä? Ich würde gerne der Gilde beitreten. Ich weiß. Sag... Hä? Habe ich einen Fehler gemacht mit dem Bein? Oh, ja, okay, ich muss mir das Wein zurückkaufen. Ich habe einen falschen Händler es verkauft. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, wo ist nochmal dieser Markt? Der sollte doch wieder in der Richtung sein, ne? Da hast du recht, er war sturzbetrunken. Aber wer verkauft denn Wein? Also, wir haben jetzt es bei ihm verkauft, ne? Er hat's nicht mehr. Laber doch keinen Scheiß. Er hat's nicht mehr. Nein, laber doch nicht. Oder hab ich's noch? Nein, fuck. Laber nicht. Als ob ich jetzt die Quest nicht machen kann, weil dieser Wein weg ist. Ach, willst du mich verarschen? Nein, ey. Bitte nicht, ey. Oh. Gott sei Dank.
Gott sei Dank, aber der hat ja kein Wein im Angebot, oder? Der hat nur Bier. Nee, wer verkauft denn Wein? So im Allgemeinen. Hört, ihr Einwohner von hier sind Weinflaschen. Ah, hier ist auch Dreck. Merke ich gar. Straßenfeger. Ah, habe ich die Quest erledigt? Ah, andere Teil wartet auf mich. Okay. Das sieht nach Alchemisten aus, ne? Ja. Vielleicht der eine Bierverkäufer da hinten. Der Nutzung dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben. Bei Registrierungsversäumnis. Aber der ist nicht da aktuell. Königreich von Myrtana vollen Besitz ergreifen und eine Strafe gegen den Besitzer verhängen. Wo ist der? Kluges Kerlchen. Der ist nicht mal hier. Wer verkauft denn Wein hier? Du nicht. Eigentlich ein Gemischtwarenhändler, ne? Das ist hier Brauerei. Also, Thomas. Ja. Ja, solange wir das suchen, können wir in der Zwischenzeit ja das Auge Innos kaufen gehen. Ah, oh, wir sind wieder falsch. Cool. Morris wird hiermit Folgendes verkündet. Aufgrund des wachsenden Bedarfs an Waffen und Rüstungen für die königliche Armee werden auf der Insel Corinis weitere Minen für magisches Erz eröffnet. Wir ermutigen alle Minenarbeiter von Acholos. Wo gibt es ja einen Weinverkäufer? Das sollte doch gar nicht schwer sein, aber irgendwie finde ich ihn nicht. Ups. Zack. Ich möchte für das Auge bezahlen. Du wirst es nicht bereuen. Die Vergangenheit und Zukunft stehen dir offen. Irvis. Auf Wiedersehen. Ist es wirklich das Auge Innos? Sollen wir auch andere Artefakte kaufen? Wir haben 80 Gold. Komm, wir machen's mal. Wir kaufen uns brennende Klinge des Todes. Ne, wir kaufen uns einfach mal, weil wir jetzt 80 Gold haben, Krone Adonos und Belias Flüstern. So. Krone Adonos. Ah ne, wir haben jetzt nicht die Krone Adonos gekauft, aber... Ah doch. Habe miserabel verarbeitet. Okay, dann ist es fake. Dann ist es fake. Scheiße. Ich dachte, wir können uns jetzt eine geile Krone anziehen, aber ja. Warum sollte er sowas verkaufen? Das ist die Frage. Ah, ich bin echt lost. Jetzt habe ich wieder 0 Gold. Krone Adonos liegt in... eine Pyramide, in ein Tempel unter der Erde. Ich Idiot. Hey du. So, hier. Ich habe etwas für dich. Ja, hast du es geschafft? Ah, hast du das Artefakt bekommen? Stimmt. In der Tat. Hier ist es, das Auge Innos. Das Auge Innos? Wie funktioniert es? Es erlaubt dir, in die Vergangenheit und in die Zukunft zu sehen. Stell dir vor, wie viele Gefahren du mit dem Wissen, das dir das Auge gibt, vermeiden kannst. Großartig. Wie hast du es bekommen? Es ist mir gelungen, ein Gespräch mit deinem Händler zu beginnen. Ihm zufolge ist das Auge das mächtigste Artefakt, das sich je in seiner Sammlung befand. Für mich gab es keinen Zweifel, dass ich genau dieses kaufen musste. Also habe ich ihn fürstlich bezahlt und hier ist es nun. Ich muss so schnell wie möglich zu Innos beten. Ich bin mir sicher, dass der Stein durch seine Fürsprache keine Geheimnisse von mir haben wird. Komm morgen zu mir und ich werde dir deine Belohnung geben. Du hast sie verdient. Ich bin ein bisschen in Eile und brauche Empfehlungen von respektablen Bürgern der Stadt. Geduld ist eine Tugend. Aber als Zeichen der Dankbarkeit und als ein respektierter Paladin kann ich ein solches Dokument auch jetzt für dich schreiben, solange du meine Gebete nicht mehr störst.
Sehr gut. Sehr gut, Alter. Hier, das sollte reichen. Danke, ich wünsche dir erfolgreiche Gebete. Alter. Und jetzt gehen wir zu den Feuermagier und vielleicht gibt er uns ja auch noch mal eine Empfehlung. Guck mal, es ist wieder 14.06 Uhr, heißt die Leute sind fertig mit dem Beten. Oh, ich möchte doch einmal sehen, wie die alle hier drinnen hocken. Einmal. Egal. Jetzt gucken wir, ob wir auch von ihnen eine Empfehlung schreiben bekommen. Aber theoretisch, Leute, wir haben es. Wir haben die drei Empfehlungsschreiben. Jetzt können wir Bürger der Stadt werden. Ah, okay. Also entweder ich sollte ihm helfen oder ihm. Okay, verstehe. Verstehe jetzt, ja. Aber, dass man in die Vergangenheit Dings gucken kann, ist schon Fake News, Alter. So, aber wir haben doch drei, oder? Nicht, dass ich mich verplappert habe. Eigentlich schon. Besitz, nein. Na, wo sind denn diese Dinger? Karte der Kanalisation. Ah ja, wir haben drei. Let's go, Leute. Jetzt werden wir Bürger der Stadt. Wir haben immer noch keinen Weinverkäufer gefunden. Das juckt mich nicht. Jetzt werden wir Bürger der Stadt und dann gucken wir, ob wir Söldner werden können. Junge, ich will kein Bierbrauer. Aber vielleicht verkauft er auch Wein. Aber, hey. Wer bist du? Ich heiße Ulrich und ich bin Koch. Mit leerem Magen ist es unmöglich, Wache zu schieben. Daher sorge ich dafür, dass unsere Wachen jeden Tag eine leckere und nahrhafte Mahlzeit erwarten. Okay. Dann halt doch nicht. Was die schmutzigen Straßen an... Ja? Ich arbeite noch... Was die gesammelten Empfehlungsschreiben angeht. Mal sehen, was du sammeln konntest. Ein Empfehlungsschreiben von Leon. Er ist ein sehr angesehener Bürger. Meinen Glückwunsch. Frieda, ich habe gehört, dass sie einen Lehrling sucht. Du musst sie beeindruckt haben. Paladin Runa. Er ist noch ein junger Bursche. Aber er schreibt in seinem Schreiben, dass er voller Wertschätzung für dich ist. Du machst Fortschritte. Aber das Gesetz ist das Gesetz. Komm wieder! Bedeutet das, dass ich bereits ein Bürger der Stadt bin? Da ist noch die Sache mit den Gebühren. 200 Goldstücke und ich kann mit dem Papierkram anfangen. Ich dachte, man braucht nur drei. Ja, 200 Gold. Junge, 200 Gold. Wie soll ich das hinbekommen? Wärst du bereit, mir zu helfen? Ich brauche nur... Junge, ich habe kein Gold. Es tut mir leid. Warum überrascht mich das nicht? Ich habe kein Gold. Ich bin genauso ein armer Schlucker wie du gerade. Ja, ansonsten müssen wir den Steinbrecher verkaufen oder so. Oder können wir noch irgendwas machen? Ah, mit Veit reden. Ach, egal. Stimmt, wenn wir zu Thomas wieder gehen. Vielleicht können wir schon ein paar Quests abschließen, kriegen schon das Gold da dafür. Aber stimmt, wir können auch jetzt Felle bei ihr verkaufen. Bisschen. Hört, ihr Einwohner von Acholos. Auf ausdrücklichen Befehl des Stadthalters Morris wird hiermit Folgendes verkündet.
geht, 18 Gold, Reptilien, nichts Besonderes, nichts. Okay. Alles, das ist der staubliches Eigentum, muss registriert werden, damit es im Falle eines Falles von der Obrigkeit zur Verteidigung der Insel beschlagnahmt werden kann. Für jedes beschlagnahmte Boot wird eine angemessene Entschädigung gezahlt und es wird nach Beendigung der Nutzung dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben. Bei Registrierungsversäumnis eines Bootes wird das Königreich von Myrtana vollen Besitz ergreifen und eine Strafe gegen den Besitzer verhängen. Komm, ja. Ich will das nicht unbedingt verkaufen. Schau, ich habe einen Schlecht. Haha, in diesem Alter? Du hast wohl vergessen, wo du diese Leute findest. Von wem willst du etwas hören? Na egal, alles gut. Alles gut. Auf königlichen Befehl ist jeder Eigentümer auf alles hochseetaugliches Eigentum muss registriert werden. Damit es im Fall wo ist denn der? Von der Obrigkeit zur Verteidigung. Ist der oben oder hier unten? Für jedes beschlagnahmte Boot wird eine angemessene Entschädigung. Hä? Du hast ja nichts zu suchen. Na bitte, geht doch. Okay, irgendwie ist der von Nordmann nicht hier. Okay, Leute, wir müssen diesen Wein... Wir müssen einen Weinverkäufer finden. Egal wer. Egal wo, egal was. Wir brauchen einen und dann können wir die Quest abschließen. Kriegen wir Gold wahrscheinlich auch noch. Aber solange wir keinen finden, Alter. Du? Verkaufst, komm. Verkaufst du Wein. Nein, doch, stimmt. Der verkauft auch Wein. Zack. Zack. Fertig. Easy peasy. War das so schwer, oder was? Okay, jetzt gehen wir wieder zu den Söldnern. Müssen wir hin und her laufen, aber egal. Ich hätte einfach nicht so viel Geld ausgeben sollen, dann hätten wir es jetzt schon, aber nicht schlimm. Alles gut. Der ist einfach wieder hier. Ich frage mich immer noch, wo dieser Schattenläufer ist. Steht einfach auf seinem Bett. Krass. Es ist vollbracht. Ich bin den Wein losgeworden. Wunderbar. Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen warten. Komm morgen nochmal zu mir. Okay. Gute Nacht. So, jetzt können wir über das Geschäftliche reden. Es sieht so aus, als hätten die Leute ein wenig das Vertrauen in Ernestos Wein verloren. Hat der Plan funktioniert? Er hat funktioniert. Scheinbar wurde die Flasche von einem reichen Mann aus der Altstadt gekauft und er trank sie zusammen mit einem Freund. Du kannst dir sicherlich vorstellen, dass die Stunden nach dem Zechen für die beiden nicht gerade schön waren. Ja. Das wird sich herumsprechen und die Kunden werden es sich zweimal überlegen, bevor sie Wein von Ernesto kaufen. Und irgendwas müssen sie ja trinken, nicht wahr? Und das ist der perfekte Zeitpunkt, um ein neues Getränk auf den Markt zu bringen. Batz, Alter! Okay, jetzt wird es ernst. Stunks! Wie viel Gold will Thomas? 100 Goldstücke pro Kiste. Ich werde die Details mit Thomas persönlich besprechen. Aber lass ihn wissen, dass wir bei diesem Preis nur 5 Kisten pro Woche abnehmen können. Wenn er uns mit dem Preis ein wenig entgegenkommt, könnten es vielleicht sogar 8 werden. Thomas hat den Preis festgelegt.
Ich werde mich nicht einmischen. Wie du meinst. Nun, dann ist es so. 5 Kisten. Richte das Thomas aus. Ich hoffe, er ist zufrieden. Wir sehen uns. Hat er nicht gesagt, dass man noch mit dem Preis runterschrauben kann, oder habe ich jetzt verkackt? Nee, es muss schon 100 sein. Aber wir sehen ja dann, was er sagt. Egal, alles gut. Wir gehen jetzt zu Thomas. Per zack, easy peasy. Ich hoffe, wir kriegen Batzen Gold jetzt von ihm, weil wir haben echt... Das war wirklich eine sehr lange Quest. Noch eine aufwendige Quest. Ich hoffe, wir kriegen wenigstens 100 Gold oder so. Das erwarte ich schon von ihm gerade. Das erwarte ich schon irgendwie. Hallo? Ich bin zurück. Ich habe getan, was ich konnte. Ich habe bereits eine Nachricht erhalten. Fassen wir noch einmal zusammen. Du hast Helga überzeugt. Sie sagt, sie mag mein neues Bier sehr. Sie wird 2 Kisten nehmen. Nicht schlecht, junger Mann. Erstand wird 4 Kisten pro Woche mitnehmen. Er sieht im dunklen Paladiner Potenzial. Ich habe dir gesagt, dass die Stadtwache auch gutes Bier braucht. Lena wird eine Kiste pro Woche nehmen. Ich habe gehört, dass Lada besonders eifrig bei der Sache ist. Und du musstest sie nicht einmal überzeugen. Sie wird 2 Kisten nehmen. Du hast mit der Händlergilde gute Arbeit geleistet. Sie waren die wichtigsten auf meiner Liste. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, ernsthaft in den Markt einzusteigen. Zugegeben, ich hatte auf eine größere Bestellung gehofft. Aber nur 5 Kisten sind auch nicht dramatisch. Ja. Ich muss dir sagen, dass ich nicht mit so guten Ergebnissen gerechnet habe. Du hast es geschafft, fast jeden zu bekommen, den ich gefragt habe. Bitte. Ich habe jetzt eine Menge zu tun. Ich glaube, es ist Zeit, mehr Bier zu bauen. Wie sieht es mit deiner Empfehlung aus? Gut, dass du nach ihnen fragst. Du hast sie wirklich verdient. Wenn jeder hier einen Kopf auf den Schultern hätte wie du. Hier, bitte sehr. Ich hoffe, das hilft dir. Danke sehr. Und 40 Gold, ja, okay. Aber wir brauchen jetzt kein Empfehlungsschreiben mehr, aber egal. Es hätte sich trotzdem gelohnt, es zu machen. Aber wir haben immer noch nicht genug Gold. Was ist, wenn wir unsere Kleidung einfach verkaufen? Stimmt. Wegen 1 Gold, komm. Zack. Jetzt werden wir Bürger, Leute. Wo war das nochmal? Hier lang, oder? Nee, falsch. Wo war das? Das war doch hier, stimmt. Nee. Hä? Ich bin gerade komplett durcheinander wieder. Hört, ihr Einwohner von Acholos, auf ausdrücklich Befehl des Gegners. Hier war es doch. Nein. Junge, der nervt mich. So, zack. Zack. Ich möchte eine Zahlung leisten, um Bürger zu werden. Sehr gut. Gib mir einen Moment Zeit. Hier ist das Dokument, das dich zum Bürger der Stadt Acholos erklärt. Herzlichen Glückwunsch. Ich wünschte, ich würde mehr Neulinge wie dich treffen. Doch bevor du diesen unbestrittenen Erfolg feierst, muss ich dich noch über ein paar Dinge informieren. Wie du wahrscheinlich schon weißt, bietet dir der Rang des Bürgers die Möglichkeit, den beiden wichtigsten Organisationen in unserer Stadt beizutreten. Der Stadtwache und der Händlergilde. Das sind allerdings nicht die einzigen Anstellungsmöglichkeiten. Hier ist eine Liste der Meister, die eine Lehrstelle haben. Du kannst dich bei jedem von ihnen bewerben. Niemand sonst in der Stadt wird dich so gut bezahlen. Danke sehr. Was ist mit Altstadt? Ich habe darüber nachgedacht, mir eine Arbeit in der Altstadt zu suchen. Zu der du keinen Zugang hast? Wenn jeder Bürger dort ohne Einschränkung reinkommen könnte, wäre sie in einer Woche in ihre Einzelteile zerlegt. Du kannst diesen Teil der Stadt entweder auf ausdrückliche Einladung eines Einwohners betreten, wenn du eine hohe Position in einer der Gilden innehast, wenn du ein Regierungsbeamter bist, oder... Einigen wir uns darauf, dass Letzteres in nächster Zeit wohl eher nicht passieren wird. Ich wünsche dir alles Gute und hoffe, dich wiederzusehen. Wie du selbst siehst, muss ich zu einer weniger fähigen Gesellschaft als dir zurückkehren. Ach, halt einmal. So, welche Meister?
Lager, Metzger, Olga, Schmied. Ich glaube, ich mache sogar Frieda. Weil Schmied, also mit Schmied könnten wir Fettbatzen machen, aber ich glaube, ich mache Bognerin. Und Schlosser Davis habe ich noch nicht gesehen, tatsächlich. Weil wir brauchen ja Dietriche. Bürger Marvin? Das ist richtig. Ich habe eine Nachricht für dich. Bin ich gespannt. Wo ist diese Nachricht? Junge, das ist so fucking scheiße. Hier. Ah. Hä? Nein. Ich muss diese ganzen Briefe mal loswerden. Hä? Wo ist die verfuckte Nachricht? Ah, hier. Ja, in Stadt geschaffen, trinke ein kaltes Bier. Kurt! Nice! So, Leute. Ich hoffe, wir können jetzt Söldner werden. Wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm. Vielleicht wird uns dann die eine Frau aufnehmen. Trotzdem, Söldner werden wäre nicht schlecht jetzt. Ich würde gerne der Gilde beitreten. Ich weiß. Sag mir lieber, bist du bereits Bürger der Stadt? Bin ich doch. Mann. Natürlich. Großartig. Kann ich das Dokument sehen? Gut, alles in Ordnung. Nun zu den Einzelheiten. Der Nachweis deiner Bürgerschaft bedeutet nicht, dass du automatisch Mitglied von Araxos wirst. Als florierende Organisation haben wir selbstverständlich viele Feinde. Daher wollen wir solche Leute natürlich nicht in unseren Reihen haben. Das bedeutet, dass wir dich besser kennenlernen müssen, bevor wir entscheiden können, ob du geeignet bist. Sag mir einfach, was ich tun soll. Sprich mit unseren Leuten, lerne sie kennen und wenn sie etwas brauchen, hilf ihnen. Wenn du ihnen helfen konntest, melde dich bei mir und wir werden sehen, was sie von dir denken. Okay, vielleicht jetzt schon. Ich glaube, ich habe ein paar Mitglieder der Gilde für mich gewinnen können. Das habe ich bereits mitbekommen. Ich habe bereits Nachricht davon erhalten. Und wie habe ich mich geschlagen? Anscheinend hast du die Aufgabe, die Dima dir gegeben hat, gut gemeistert. Leider ist der Handwerker, mit dem sich Zander treffen sollte, tot. Wenn Zander sich seiner Verantwortung bewusst gewesen wäre, wäre das vielleicht nicht passiert. Ich werde persönlich dafür sorgen, dass er für seine Nachlässigkeit zur Rechenschaft gezogen wird. Hier ist kein Platz für Faulenzer. Das Wichtigste ist, dass Dima mit deiner Arbeit zufrieden ist. Gut gemacht. Ich habe gehört, dass du die Sache mit Arma nicht geklärt hast. Das ist sehr schade. Du hattest die Möglichkeit, einen neuen Mitarbeiter für die Gilde zu rekrutieren und hast es nicht getan. Wir brauchen keine Leute, die solche günstigen Gelegenheiten nicht nutzen. Du machst dich ziemlich gut, aber es reicht noch nicht, um bei uns mitzumachen. Ich bin sicher, es gibt noch etwas, bei dem du uns helfen kannst. Okay. Zu wem genau soll ich gehen? Auf dem Marktplatz wirst du den Händler Arma finden. Anscheinend hat er ein Angebot für die Gilde. Ich habe gehört, dass Ernesto Probleme mit einem Alchemisten hat. Er wollte die Hilfe der Gilde in Anspruch nehmen. Du kannst auch bei Helga, unserer freundlichen Wirtin, vorbeischauen. Vielleicht hat sie etwas für dich. Und dann ist da noch Dima, unsere... Aber, hey, ich habe die Quest noch gar nicht gehabt. Egal, gehen wir mal zu Arma. Müssen wir nicht aus dem? Ja. Ich habe von Lorenzo gehört, dass du ein Problem mit einem Alchemisten hast. Ich kann dir gar nicht sagen, wie lange er mich hat warten lassen. So lange, dass ich letztendlich selbst meinen Hintern bewegen und mich um meine Geschäfte kümmern musste. Ich hoffe, du bist der richtige Mann. Der Beste. Mutige Worte für einen so jungen Mann. Mal sehen, ob du sie mit ebenso mutigen Taten untermauern kannst. Ich bin ganz Ohr. Hier, nimm eine Flasche. Die Zeiten sind hart, also gibt es keinen Grund, mit einem trockenen Mund zu reden. Saufen! Du siehst,
Die Geschmäcker der Menschen in dieser Stadt sind in der Tat eine interessante Sache. Trotz der vorherrschenden wirtschaftlichen Probleme greifen die Menschen immer häufiger zu erstklassigen Spirituosen. Also musste ich in Küchenkräuter und Gewürze investieren, die heutzutage immer schwieriger zu bekommen sind. Da ich selbst keine Ahnung von Kräuterkunde habe, beauftrage ich normalerweise Auftragnehmer mit dem Sammeln von Kräutern. Vor ein paar Tagen habe ich einen Mann eingestellt, der behauptet hat, sich mit Kräutern auszukennen wie kaum ein anderer. In der Zwischenzeit hat ein gewisser Alchemist namens Budovin 3 Pakete mit Heilkräutern bei mir bestellt. Ich beauftragte den Jungen, die Kräuter zu pflücken und sie zum Alchemisten zu bringen. Budovin! Am nächsten Morgen hörte ich ein Poltern an der Tür meines Hauses. Ich stehe auf, schaue nach und Budovin selbst steht auf der Veranda, schwingt einen Haufen Pflanzen und sagt, dass mein Mann ihm bloß einen Haufen Unkraut gebracht hat. Jetzt habe ich ein Problem. Denn während dieser verdammte Mistkerl sich irgendwo hingeschlichen hat, habe ich nicht nur Gold für ihn ausgegeben, nein. Mein Ruf geht jeden Tag aufgrund dieser Sache weiter den Bach runter. Ja. Warum ist dir Bodowins Meinung so wichtig? Wenn ich einen neuen Markt für mich erschließe, muss ich mir bei meinen Kunden einen Namen machen. Ich hatte gehofft, dass Budovin mich weiterempfehlen würde. Nach diesem Problem wird er mich sicher verprügeln und dann werden die Leute mich nicht mehr als vertrauenswürdigen Auftragnehmer ansehen. Wie kann ich dir helfen? Es wäre am besten, wenn Budovin die ganze Sache vergessen würde. Übrigens, wenn du es wie durch ein Wunder schaffst, diesen Mistkerl zu finden und zu mir zu bringen, bekommst du ein paar Münzen mehr. Wir haben ihn doch irgendwo gesehen. Woher kennst du diesen Mann? Er wurde mir von Sigrid, einer alten Freundin, geschickt und ich nahm das Angebot an. Warum auch nicht? Damals vertraute ich ihr noch. Sie hütet die Schafe im Handwerkerviertel in der Nähe des Ostus der Kaserne. Falls du dich verläufst, frag einen der Stadtführer nach dem Weg. Wer war dieser Kräuterexperte? Ein wirklich schlechter Kräuterexperte, das steht fest. Sein fettiges Haar hatte er zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Ich erinnere mich, dass er sich Kaff nannte. Was für ein bescheuerter Name. Okay. Ich werde versuchen, diese Angelegenheit schnell zu klären. Wenn du versagst, wird Lorenzo es herausfinden und du kannst höchstens noch davon träumen, bei Araxos aufgenommen zu werden. Vergiss nicht, dass meine Stimme für ihn sehr wichtig ist. Das Übel an die Wurzel packen. Wow. Schlechtes Wortspiel. Holy moly. Was war denn das schon wieder? Ah, wenn wir schon hier sind. Ha. Stimmt, ich brauche ihre Stimme eigentlich gar nicht mehr. Aber zu wem muss ich gehen nochmal? Wie geht's? Wie geht's? Wie steht's? Junge, was für wie geht's? Ich hab doch diese scheiß Quest jetzt. Rad ab. Heißer Sand. Hä? Ah, okay, verstehe. Verstehe. Hä? Ah, hier. Ich hatte keine Mittel, um ihn zu reden. Hey, ich hab's doch vorhin gemacht, oder nicht? Das verstehe ich jetzt nicht, ey. Müssen wir also nochmal zu ihm gehen, oder wie? Der hat mir doch das Zahnrad vorhin gegeben. Erzähl mir nicht sowas. I don't get it. Egal, wir gehen jetzt mal. Das höre ich zum ersten Mal.
zur Taverne, weil mein Onkel jetzt da ist. Das ist ja schrecklich. Und es wird noch viel schlimmer. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Das ist sehr wahrscheinlich. Das habe ich auch gesagt. Nur das habe ich auch gesagt. Hä? Ah. Das habe ich schon gesagt. Wo ist der? Der ist nicht da. Kurt wartet oben auf dem Balkon auf dich. Verstehe. Hä? Oder ganz oben? Was du nicht sagst. Hä? Hier? Ah. Hi, ein paar Smoken. Marvin, schön, dich gesund und munter in der Stadt zu sehen. Wie gefällt dir Acholos? Ziemlich beeindruckend, oder? Ich mag es, das Gefühl, dass sie eine Menge Möglichkeiten bieten. Ich mag es hier. Ich habe das Gefühl, dass er eine Menge Möglichkeiten bietet. Ja, das stimmt. Die Stadt der Reichen und der Bettler, der Weißen und der Wahnsinnigen, der Geachteten und der Geächteten. Mit etwas Glück und ein bisschen Köpfchen kannst du hier viel erreichen. Ich bin ja schon Bürger. Was ist mit Jorn? Konntest du etwas erreichen? Das wollte ich auch gerade fragen. Leider habe ich noch keine neuen Informationen. Aber alles deutet darauf hin, dass Jorn hier irgendwo sein muss. Nur zu zweit können wir nicht die ganze Stadt durchsuchen. Die Wachen werden nicht nach ihm suchen wollen, weil er kein Bürger ist und die Jäger werden einen ganzen Berg von Gold verlangen. Und das heißt noch lange nicht, dass sie ihren Teil der Abmachung einhalten würden. Seltener. Wenn du dich einer Truppe von ihnen anschließen könntest, wären sie vielleicht eher bereit, uns zu helfen. Genau. Ich habe noch einige Kontakte in der Stadt. Es ist eine Weile her, dass ich sie besucht habe. Ich werde versuchen, meine alten Bekanntschaften aufzufrischen. Und vielleicht kann ich so etwas über Jorn erfahren. Okay. Warum sollte jemand meinen Bruder entführen? Du kanntest Jorn länger als ich. Hatte er irgendwelche Feinde? Wurde er wegen eines Verbrechens gesucht? Oder hatte er, du weißt schon, ein Alkoholproblem, so wie du weißt schon, wer? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass er mit irgendjemandem Streit gehabt oder sich mit der Obrigkeit angelegt hätte. Vielleicht hat man nur eine Gelegenheit gesehen, mich zu bestehlen. Man sah mich gehen, wusste nicht, dass Jorn bei mir unterkommt und als sie ins Haus kamen. War es schon zu spät oder gibt es noch etwas über deinen Bruder, das keiner von uns weiß? Es bleibt uns nichts anderes übrig, als die Suche aufzunehmen. Ja. Nein, Jorn war kein Säufer. Ich verstehe, in diesem Fall muss es etwas anderes gewesen sein. Vielleicht könnten wir versuchen, ein paar Hinweisblätter aufzuhängen darüber, wen wir suchen. Innerhalb weniger Tage hätten wir Dutzende von glatzköpfigen Bettlern. Stimmt. Die versuchen würden, sich als Jorn auszugeben. Es ist eine große Stadt. Voll armer und verzweifelter Menschen. Stimmt, da hast du recht. Du hast von einem Vorschlag geschrieben. Ach ja, wie du vielleicht selbst gemerkt hast, ist das Leben in der Stadt ziemlich teuer und ich werde etwas Gold brauchen. Jeder braucht Gold. Entspann dich. Ich bin nicht hinter deinem Gold her. Vor einiger Zeit habe ich auf Valerios Weingut gearbeitet. Möge Adanos ihm gnädig sein. Okay. Ich wurde von seinem Sohn Huldwig angestellt. Wie es üblich ist, erfolgt die Bezahlung erst, wenn die Ernte gewogen ist. Leider habe ich seit einiger Zeit keine Nachrichten mehr vom Weingut erhalten und meine Ersparnisse schwinden dahin. Es geht hier um Gold für ein paar Wochen harte Arbeit, also möchte ich nicht irgendjemanden schicken, um es zu holen. Ich besorge dir dein Gold. Großartig. Valerios Weingut liegt gleich östlich. Ich weiß, ich war da schon. Toll, hätten wir es früher gewusst. Na la la. Hätten wir es früher gewusst. Ja. Wo ist der Dude?
kann sie im Hafenviertel finden. Also, wir sind jetzt im Hafenviertel. Bodowin hatte ich ja mal gesehen. Wird sich das jemals nehmen? Wir müssen jetzt wirklich halt überall gucken. Und wie hieß der andere? Bodowin und Keith. Keith. Ne? Kaff. Der Kaff wohnt im Kaff. Im letzten Kaff sogar. Aber warum sollte ein einflussreicher Bürger, also Bodowin, hier wohnen oder leben? Macht irgendwie keinen Sinn. Caleb. Der arme Kerl kann einem leid tun. Ich glaube hier nicht, aber gucken wir. Handwerker. Ach, Handwerkerviertel. Wo ist nochmal der Handwerkerviertel? Ah, wenn hier ein Läufer wäre, dann... Ah, aber hier ist leider keiner. Hier ist nur der eine Besoffene. Weil der kann mich ja direkt zum Handwerkerviertel bringen und dann, zack, wissen wir auch schon. Ah, wisst ihr noch, von hier sind wir ja gekommen. Stimmt, Alter. Das weiß doch inzwischen jeder. Das hat er doch vorher geschrieben. Da ist doch ein Läufer. Das liegt doch auf der Hand. Hand. Bergsviertel. Ich arbeite nicht umsonst. Hä? Ach, ich hab kein Gold. Das hätte er doch besser wissen müssen. Das hätte ich dir vorher sagen können. Walzer. Ein neuer Kunde? Was brauchst du? What the white? Brother, what are you doing here? Was machst du hier? Ich schmiede Werkzeuge, Tür- und Gitterbeschläge, fasste Augen. Ich könnte noch viel mehr erzählen, aber ich will dich nicht langweilen. Junge, mach mal Crystal Meth. Zeig mir deine Waffe. Dann haben wir so viel. Also, wir haben Fake-Erzbrocken, theoretisch, kann man sagen. Junge, bestes Geschäftsmittel. What the void? Der hat einfach sogar eine Glatze und der sieht fast so aus, sogar wie er. Das ist heftig. So. Wo sollst du? Auf! Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Ich weiß gar nicht, wer du bist. Hä? Alter, die Bauern verbacken einen auch richtig. Ihr redet einfach zu viel. Was darfst du denn erzählen? Da wären wir. Es wird. Danke sehr. Händler. Wer sagt denn sowas? Hey! Das sieht geil aus hier. Ehrlich, ich hab es selbst erlebt. Ah, das ist von Gothic Sequel, glaube ich. Das gab's ja auch in Gothic Sequel mit diesen Ständer. Krass. Ich möchte für dich arbeiten. Wirklich? Warum denn? Offenbar ist die beste Möglichkeit, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, Lehrling zu werden. Oh, du willst also mein Lehrling sein. In Ordnung, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Du siehst, es herrscht Krieg mit den Orks. Ein Zustrom von Flüchtlingen, eine Warenblockade, allgemein harte Zeit.
Wie wir alle wissen, kaufen Menschen in einer Krisensituation massenhaft Lebensmittel. Ja. Die Reichen füllen ihre Vorratskammern und die Armen geben ihre letzten Ersparnisse aus, um nicht auf der Strecke zu bleiben. Langsam komme ich mit meinen Bestellungen nicht mehr hinterher. Okay, was soll ich machen? Wann kann ich also anfangen? Warte, warte! Ich muss erst sehen, ob du etwas im Schilde führst. Verstehst du etwas von der Jagd? Ja. Ich kann ziemlich gut mit einhändigen Waffen kämpfen. Nun, das sollte für Raubtiere reichen. Oder dumme Pflanzenfresser. Okay, ich denke, das sollte genügen. Ein gewisser wohlhabender Bürger hat bei mir Fleisch bestellt. Hier ist die Liste. Bring das Fleisch so bald wie möglich zu mir. Und ich werde überlegen, ob ich dich als Lehrling aufnehmen soll. Okay. Fleisch für Slaggers. Liste des... Zehn rohes Keilerfleisch, fünf, okay. Luna, hey, lol, ist das... Was ist das für ein Ort? Was du hier siehst, ist meine wunderbare Sammlung aller möglicher Dinge. Alles, was du siehst, wurde verpfändet. Bist du in Wucherei verwickelt? Warum benutzt du gleich so hässliche Wörter? Ich helfe Menschen. Ich leihe ihnen Gold und sie machen damit, was sie wollen. Es ist ganz einfach. Ich leihe dir Gold und du gibst mir einen Gegenstand, falls du zahlungsunfähig wirst. Wenn du das Gold mit Zinsen zurückgibst, gebe ich den Gegenstand an dich zurück. Es sei denn, du verpasst die Rückgabefrist. Dann gehört das, was du hinterlassen hast, mir.